Ihren Lebensabend hatte sich Roswitha Strauß anders vorgestellt. 37 Jahre lang gearbeitet, erst Hausmeisterin, dann Putzfrau, drei Kinder großgezogen. Trotzdem bekommt sie nur 424 Euro Rente. Sie ist angewiesen auf Unterstützung vom Staat. In München kommt sie damit kaum zurecht. Wenn ich Flaschen sammle, dann bin ich schon ab und zu niedergeschlagen, traurig. Manchmal weine ich auch, weil ich sehe, wie arm das man sein kann. Sozusagen, schau, du bist ja gar nichts mehr wert. Gerade noch wert, dass du Flaschen sammeln, dass du überleben darfst. Neue Kleidung kann sich die 71-Jährige nicht leisten. Nur mit ein bisschen Flaschenpfand zwischendurch, erzählt sie, reicht es auch am Monatsende noch für Lebensmittel. 55 Cent sind auch viel. Die muss man erst haben. Da kann ich mir wieder was kaufen. Das kann ich mir Semmel oder Brot. Rentner in Armut. Seit Jahren verspricht die Politik, für sie etwas zu tun. Zuschussrente hießen die Pläne 2011 bei Schwarz-Gelb. Lebensleistungsrente 2012. 2013 plante die GroKo eine solidarische Lebensleistungsrente. 2016 eine gesetzliche Solidarrente. Nichts davon kam, stattdessen 2019 ein neuer Name. Grundrente. Vor allem die SPD will endlich Ergebnisse. Wer ein Leben lang arbeitet, der verdient auch einen anständigen Lebensabend, der verdient eine Rente, von der er auch leben kann. Doch statt der Grundrente kommt der Streit um die Grundrente. Und die Frage Bedürftigkeitsprüfung oder nicht. Müssen Rentner künftig jeden Euro angeben, den sie gespart haben? Wir wollen nicht, dass Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, die Kinder erzogen haben, die Angehörige gepflegt haben, die mehr als 35 Jahre eingezahlt haben, aber aufgrund von niedrigen Löhnen jetzt zu wenig haben, zukünftig sich beim Amt nackig machen müssen. Das eine ist die Tatsache, dass die SPD dafür die Sozialkassen plündern will. Und das zweite ist die Tatsache, dass sie das Geld ausgeben will, ohne dass sie vorher prüft, ob jemand diese Leistung wirklich auch braucht. Im September dann deutet sich ein Kompromiss an. Der Anspruch auf eine Grundrente soll sich aus der Höhe der aktuellen Rente ergeben, die Grenze bei etwa 1.200 Euro liegen. Diese Daten würden die Finanzämter liefern. So soll den Antragstellern der unangenehme Weg zum Sozialamt erspart werden. Profitieren von diesen Plänen würden etwa 2 Millionen Rentner. Doch es gibt neuen Streit. Über Finanzierung, Einkommensgrenzen und Freibeträge für Erspartes. Verfassungsrechtler kritisieren den Plan, auf die Vermögensprüfung zu verzichten. Wenn nach dem aktuellen Modell die Einkommen berücksichtigt werden und die Daten insofern vom Finanzamt geliefert werden, dann geht es eben nur um das Einkommen, aber es geht nicht um das Vermögen. Und wenn ältere Personen sehr gut von ihrem Vermögen leben können, dann sollten diese Personen nicht in den Genuss der Grundrente kommen. Doch wo soll die Grenze liegen? Wer entscheidet, ob das kleine Ersparte als Vermögen gilt? Eine Frage, die auch Jutta Lüderitz beschäftigt. In der Seniorensprechstunde der Caritas hofft sie auf eine Antwort. Hier sind die ganzen Sachen, hier können Sie gucken, alles. 46 Jahre hat Lüderitz als Schneiderin gearbeitet, immer in die Rentenkasse eingezahlt. Also wenn Sie den aktuellen Rentenbescheid anschauen, ja. 819. Wie viel bleibt jetzt von abzüglich der ganzen, also Miete, Strom? Ja, vielleicht so 300 Euro. So. Sie habe immer sparsam gelebt, ein paar tausend Euro zurückgelegt, wenn die Grundrente ihr deshalb verwehrt würde, für die 71-Jährige nicht einzusehen. Na, gerecht ist es nicht. Wenn man was gespart hat, Rücklagen, müsste eigentlich für jeden eine gerechte Rente sein, nach dem, was derjenige geleistet hat in seinem Arbeitsleben. Ich glaube, der Punkt ist es, gerade für diejenigen, die tatsächlich, wie eben Frau Lüderitz, auch viele Jahre gearbeitet haben, also wirklich über 40 Jahre gearbeitet haben, ist es dann schon auch nochmal ein anderer Gang zum Sozialamt oder zum Wohngeldamt und um Geld bitten zu müssen, weil man ja eigentlich davon ausgeht, ich habe immer gearbeitet, ich habe immer für mich gesorgt und jetzt plötzlich bin ich Rentner und muss trotzdem noch Unterstützung bekommen. Vergangene Woche trifft sich die Arbeitsgruppe Grundrente erneut. Die Einigung aber wieder einmal verschoben.
Währenddessen präsentieren Rentenexperten neue Zahlen zur Altersarmut. Bis Ende der 30er Jahre schätzen wir, dass dieser Anteil auf fast 22% steigt. Dann wäre das mehr als jeder fünfte Rentner. Das verändert auch die Gesellschaft, das verändert überhaupt das Bild vom Ruhestand. Also Ruhestand stellt man sich vor als etwas, ja, da kann ich irgendwie mal die Arbeit hinter mir lassen und vielleicht noch die Freizeit genießen, weil für eine wachsende Minderheit wird es eher eine prekäre Lebenssituation. Und so hängt an der Grundrente inzwischen das Schicksal der Regierung. Scheitert die Grundrente, so erklären es viele aus SPD und Union, scheitert die Koalition. Und nach dem Wahldesaster in Thüringen haben sich die Fronten einmal mehr verhärtet. Die Grundrente ist ein zentraler Punkt, weshalb wir auch, ich persönlich auch, für diese Große Koalition geworben haben. Wenn sie nicht zustande kommen sollte, wird das sicherlich nicht ohne Konsequenzen bleiben. Aber das steht für mich nicht am Anfang der Überlegung. Die SPD ist von dem, was wir im Koalitionsvertrag miteinander vereinbart haben, schriftlich unterzeichnet haben, auf Parteitagen beschlossen haben, abgerückt. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir wieder zusammenfinden. Also da liegt auch die Bewegung eher bei der SPD wie bei der Union. Ein Streit, für den die Rentnerin Roswitha Strauß schon lange kein Verständnis mehr hat. Das Hin und Her um die Grundrente, für sie ein weiteres Beispiel für das Versagen der Politik. Wissen Sie was, bis die Grundrente, wenn wirklich was kommen würde, Anführungszeichen, dann bin ich vielleicht schon gar nicht mehr da. Und die versprechen uns immer, aber sie halten nichts. Nur einen Wunsch, den will Roswitha Strauß trotzdem nicht aufgeben. Sich und ihren Enkeln mal ab und zu was Schönes gönnen. Wissen Sie, da gibt es in der Stadt den Richard. Okay, das ist ein feiner Kaffee. Und da mal reinzugehen, da geht ja Treppe rauf. Und da mal reinzugehen und da mal einen Kaffee trinken und da mal ein Stück Kuchen zu essen und sich mal wohlfühlen. Wenn ich ab und zu das machen könnte, das wäre herrlich.